Der Wiesbütteich wurde 1765 nach Plänen des Bürgermeisters von Biber von den Biberer Bergleuten angelegt, um im Sommer den Künsten zur Erhebung des Grundwassers in Lochborn, dem Kolbenpochwerk am Pfandgraben, dem Lettenpochwerk sowie der Biberer Hütte und dem Hammerwerk genügend Aufschlagwasser zu liefern. Der Teich dämmte das Wasser aus dem Hochmoor, von dem ich nachher noch ein paar Bilder zeige, 3 Meter hoch. Der Grundstriegel zur Regulierung des Wasserstandes lag mitten im Teich. Wir haben jetzt Ende September und in etwa 2 bis 3 Wochen wird hier alles anfangen, gelb zu werden. Die Wisbit ist auch ein beliebtes Ausflugsziel mit einem Lokal und ein Campingplatz liegt direkt nebendran. Wir wollen unseren Weg jetzt fortsetzen und mit einem Blick auf die Enten unsere Runde durch die Wisbit beginnen. Die ersten bunten Spiegelungen können wir schon im Wasser beobachten und in 3 Wochen wird das Licht hier regelrecht gelb sein und eine völlig andere Stimmung verbreiten. Ausgrabungen vorgeschichtlicher Gräber und Fliehburgen oder Fliehburgstätten, die bis in das 3. Jahrtausend vor Christus zurückreichen, zeigen, dass die überregionalen Wege im Spessart seit alters her von Bedeutung waren. Einer der alten Handelswege war die Birkenhainer Straße von Hanau im Westen nach Gemünden im Osten. Ebenso von großer Bedeutung war der Eselsweg, der den Spessart von Nord nach Süd durchquerte. Beide Wege treffen sie oder kreuzen sich hier an der Wiesbütt und waren im Mittelalter von militärischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Sie waren sogar so von Bedeutung, dass alle 20 bis 25 Kilometer eine sogenannte Raststätte oder Übernachtungsmöglichkeiten eingerichtet werden sollten, damit die Wichtigkeit dieser Wege dadurch dokumentiert wird. Doch wir setzen unseren Rundgang jetzt weiter fort und lassen uns von der Wiesbitt, von der Lichtstimmung und von dem Rundweg, der hier um das Moor herumgeht, inspirieren. Man braucht etwa, wenn man sich Zeit nimmt und alles genießen will, etwa 1 Stunde. Und gerade jetzt im Herbst, wenn die Farben sich so langsam rauskristallisieren, ist das ein sehenswerter Rundgang.
Und am Ende des Rundgangs kommen wir wieder an den Teich. Hier kannst du nochmal in Ruhe deine Gedanken spielen lassen und deinen Weg verfolgen, den du gegangen bist. Bänke sind da, um dich auszuruhen und dein Umfeld zu genießen. Und wenn du ganz großes Glück hast, so wie ich, an diesem Tag, dann erlebst du gerade im Herbst, wie die Kraniche ziehen. Und damit beschließe ich meinen Rundgang hier an der Wisbet und hoffe, dass ihr das gleiche erleben könnt wie ich. Die Wisbet, ein Hochmoor im Spessart.